Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Altis Live hier auf Zockers. Ich habe ja gesagt, ich versuche wieder mal irgendwas mit Drogen, ein bisschen Stress zu machen. Ich bin schon wieder mal auf dem Kokainfeld, weil ja, bessere Sachen gibt es eigentlich eh nicht, wo man Kohle verdienen kann, weil es bringt, glaube ich, jetzt gar nicht so schlecht Geld. Wo haben wir es? Kokain, da. 5.000 pro Stück, das passt genau, da kann ich gut Kohle verdienen. Ja, dann machen wir mal Arbeit. Es tut mir außerdem leid, dass ich ab und zu wirklich sehr selten Videos hochgeladen habe. Ist zwar scheiße gewesen, weil ich jetzt derzeit viel um die Ohren habe. Jetzt derzeit bin ich hier Krankenstand, Gott sei Dank. Naja, Gott sei Dank ist blöd gesagt, aber ja, ich habe jetzt mehr Zeit, dass ich jetzt irgendwie Videos machen kann. Das ist der Vorteil dabei. So, den Heli schnell voll machen. Ja, es ist halt ein bisschen blöd gelaufen, dass die Videos jetzt sehr unregelmäßig hochgekommen sind. Da muss ich mich entschuldigen dafür. Ich habe ja versprochen, dass mehr Videos hochkommen. Zur neuen Information, Redwater, meine alte Firma, die wurde aufgelöst, also die hat nicht mehr ich über, also sie existiert zwar noch, aber ich bin nicht mehr der Chef davon. Die wurde so gesehen geschlossen, vielleicht hat der irgendwer Lust dazu, dass er die Firma übernehmen möchte. Kann ja sein, man kann ja nie wissen. So, jetzt werde ich mal kurz da wieder die Lautstärke reduzieren. Da der Helias sehr laut ist. So. Jetzt fliegen wir mal zum Kokainverarbeiter. 7 Kilometer. Ja. Hummingbird sind wir schnell unterwegs, also das ist, glaube ich, weniger ein Problem, glaube ich. Außerdem wollte ich euch noch mitteilen, dass am Wochenende, am Sonntag, glaube ich, war das, Samstag und Sonntag finden Events hier statt auf Zockers. Falls irgendwer Bock hat, kann er ja gerne vorbeikommen auf den Server. Was ihr vielleicht wissen solltet, am besten ihr schaut unter www.zockers.biz rein. Da könnt ihr alles nachlesen, im Forum was Neues ist, wann die Events stattfinden, um was es genau handelt und so weiter. Und vielleicht sieht man sich ja dann auf dem Server. Dann können wir ja vielleicht zusammen zocken mit irgendwen, ist mir völlig egal. Ja, ich hoffe zwar, dass die Cops heute ein bisschen stressfrei bleiben, sodass ich mehr Zeit habe, illegale Sachen zu machen kann, ein bisschen Kohle verdienen kann. Ich habe jetzt derzeit ja auch nicht mehr so viel Kohle. So, jetzt sind wir gleich da. 1 Kilometer. Na, versuchen wir mal ohne Autoschwebe zu landen.
Fast eine Punktlandung. Nicht schlecht, muss ich sagen. So, jetzt schnell Drogen verkaufen. Oder besser verkaufen. Verarbeiten, sagen wir mal so. Außerdem schreibt mir mal unten drunter unter dem Video vielleicht, was ich vielleicht machen könnte. Weiß ich nicht, Drogenfarm ist immer das gleiche, ist auch nicht so lustig. Ich werde jetzt dann einmal vielleicht eine Geiselnahme versuchen, wo ich mir irgendeinen Mitspieler schnappe, irgendeinen random Mitspieler, der was sein Glück nicht fassen kann. Dann werde ich einfach festnehmen und mitnehmen. Gucken wir mal. Vielleicht finden wir. Hoppala. Vielleicht finden wir ja irgendwen. Ich überlege gerade Kavala oder Atira Drogendealer. Das ist noch eine gute Frage. Kavala, kann es leicht passieren, dass ich erwischt werde. Ein bisschen Action wäre eh nicht so verkehrt, glaube ich. Vom Heli noch raus, falls ich alles mitnehmen kann. Nee, leider. Ja, egal. Ja, fliegen wir Kavala. Scheiß drauf. Da ist der Drogendealer. Ja, Heli habe ich mir auch neu gekauft, den hier. Und kleinen Hummingbird wieder mal. Weil der leicht so zu, sagen wir mal so, er ist sehr klein, kann überall landen. Ich weiß nicht, ob ich mal ein Video als Cop machen sollte oder als Sanitäter, je nachdem wie er. Ob euch das gefällt, ihr könnt das ja drunter schreiben, ob ihr dazu Bock hättet, so ein Video zu sehen. Dann mache ich das auch gerne. Zwar Sanitäter ist zwar ein bisschen langweilig, muss ich sagen, aber man kann es ja versuchen. Ich hoffe nur, dass die Cops mich jetzt nicht... Ja... nicht erwischen dabei, beim Drogenfarmen jetzt. Oh, es leckt. Das war knapp. Einfach mitten irgendwo in der Pampa hier landen.
Ich hoffe, dass die Cops das jetzt nicht gehört haben, den Helikopter. Wäre jetzt sehr ungünstig, glaube ich. Aber ich verstehe nicht, warum das schon wieder so leckt, aber egal. Das ist ein bisschen nervig. Was ich vielleicht noch machen könnte, ist vielleicht, dass wir zum Wiedwelt fahren, verarbeiten und dann rauche ich mal einen so richtig geilen Enjoli. Nebel mal alle Leute voll, dass ihr das auch mal selber mitbekommt, wie cool das ist, wenn man Leute, wie das voll raucht. Der ganze Marktplatz ist voller weißer Nebel. Das verkaufen wir auch noch. Weg damit. Ja, nichts behalten. Aber da haben wir einen guten Profit, glaube ich, jetzt gemacht. Nur mit der kleinen Tour hier. Oder wir gehen Schildkröten fahren, das könnten wir auch machen. Wo ist denn Marihuana überhaupt? Ah, ganz da oben, oh mein Gott. Oh. Das waren die lieben werten Herren Cops. Jawohl, die Cops am Dach geschaut, ob ich Drogen verkauft habe. Wie geil ist das bitte? Aber die werden mich nicht so schnell finden. Schön tief fliegen, dann sehen sie mich nicht, wo ich hinfliege. Tja, blöd gelaufen, sagen wir mal so, für die Cops natürlich. Wenn sie früher gekommen wären, hätten sie mich vielleicht noch erwischt beim Drogen verkaufen, aber nee. Tja, Pech für sie, Glück für mich. Ich werde dann ein kurzes Cut machen. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich beim Wildverarbeiter bin. Oder falls zwischendurch was Interessantes passieren könnte, natürlich. Wir sehen uns gleich. Bis später beim Wildfeld. So, ich bin jetzt da beim Wildfeld, bin gerade erst gelandet. Jetzt holen wir uns ein bisschen Cannabis. Verarbeiten wir das dann. Ja, dann werden wir das dann verkaufen. Ein, zwei so Stück werde ich mir behalten, dass ich es rauchen auch kann, wenn ich am Marktplatz bin. So, sind voll Zimmer. Wo ist das? 20 Cannabis. Wird nicht alles reingehen wahrscheinlich, aber egal. Ne, voll. Es war ein bisschen komisch beim Baum, um Cannabis runter zu kratzen, aber ich glaube eher, das ist hier am Boden. Wahrscheinlich. Aber man kann es ja nie wissen, wo das wächst.
voll sind wir. Sondern der nächste Stopp. Ich weiß nicht, ob ich es riskieren sollte. Ja, kack drauf. Ja, aber das ist wieder so weit. Ne, machen wir lieber hier das Bandenrevier. Das ist sicherer. Ja, aber da muss. Ja, egal. Muss ich zwar wieder einnehmen, aber egal. So. Da ist ein Baum. Oh, 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 oh. Das gut geht jetzt, das ist eine gute Frage. Oh mein Gott. Vollspeed und drauf. Oh, Gott sei Dank. Alles gut gegangen und los geht's. Es leckt wieder ein bisschen, aber ist nicht so schlimm. So. Ich würde mal sagen, wir sehen uns jetzt gleich wieder beim Bearbeiter. Dann würde ich mal sagen, bringen wir mal zum ATM und dann nehmen wir ein bisschen Geld mit runter zum Casino. Das habe ich mir auch noch vorgenommen, dass ihr das auch mal seht hier. Hier ist das Gefängnis, das neue. Schönes Teil. Ja, bis gleich dann. So, und herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt da beim Bandenrevier. Das werden wir jetzt einnehmen, damit ich hier die Drogen verkaufen kann. Bearbeiten kann. So, Blödsinn. Dann bearbeiten wir hier mal die Drogen. Dann gucken wir mal, ob irgendein Spiel. Okay, es ist kein Polizist mehr hier. Ein Vorteil für uns natürlich. Jetzt werden wir da schnell das Ganze verarbeiten. Jetzt wird dann kurz unten links, ihr seht ja, Versteck einnehmen, Prozent, bla bla bla. Und ihr seht jetzt dann links unten, da wo jetzt die ganze Zeit Spieler gestorben etc. Da seht ihr jetzt dann, dass ich das Gang-Gebiet eingenommen habe. Ich spiele heute mal mit meinen normalen Spielernamen. Das werdet ihr jetzt, ja, seht ihr jetzt eh schon. Also es weiß keiner, welches lokale Versteck das ich eingenommen habe. Ich habe einfach irgendeines. Völlig egal. Ich habe es. Ich werde jetzt da schnell meine Drogen prozessen. Bearbeiten, je nachdem, wie man dazu sagt. Schaut relativ cool aus, muss ich sagen. Und zwar Marihuana. Ja, waschen muss man es eigentlich schon. Das stimmt. Warte mal. So gut kenne ich mich zwar nicht aus mit Drogen, wie man das bearbeitet. Da kochen, ja. Ja, irgendwie muss man das ja fertigstellen. Also waschen muss man das Kokain, glaube ich, schon. Die Blätter. So, sind wir gleich fertig, dann machen wir gleich die nächste Tour. Und dann versuchen wir mal einen Joint zu rauchen. Dass ihr das mal seht,
soll ich das erklären? Das ist halt ganz was anderes. Das ist, glaube ich, auf jeden Server verschieden. Hier zum Beispiel ist eine Granate, Rauchgranate, eine weiße. Es wird etwas, ihr seht das dann eh gleich, dass die spawnt in dem Körper von mir oder in mir. Ja, und da wird alles voll genebelt. Ich kann es euch dann kurz demonstrieren, wie krank das eigentlich ist. Da wird alles voll genebelt. Ich werde jetzt dann auch gleich Leute fragen, ob sie Bock haben, mit mir mit rauffliegen zum Casino, ein bisschen Geld zocken. Es sind zwar, glaube ich, nicht so viele Spieler da. Ja, aber ich glaube nicht, dass da irgendwer mitfliegen möchte. Nee, lass mal das lieber. Mache ich das alleine, bin ich sicherer. Und dann kann mir keiner das Geld stehlen oder was auch immer die vorhaben würden. So, kriege ich noch was rein? Ja, ein bisschen was. So, jetzt geht's ab zum Drogendealer. Der ist Gott sei Dank nicht so weit entfernt. Ja, ich starte mal. Wir sehen uns dann gleich beim Drogendealer, wie viel das ich bekommen habe. Da könnt ihr dann nachschauen. Und dann geht's ab runter ins Casino. Dann gehen wir ein bisschen zocken, dass ihr ein bisschen was anderes auch hier auf dem Server seht. Nicht nur das Illegale. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen zurück. Jetzt sind wir beim Drogendealer. Jetzt werde ich noch versuchen, einigermaßen perfekt zu landen hier. Oh, lieber Autoschwebe, ist sicherer, passiert nichts. Sicher ist sicher. Und gelandet, Motor aus, Autoschwebe raus, aussteigen. Zusperren natürlich. Dann verkaufen wir nur einen gewissen Teil. Ein bisschen was behalte ich mir natürlich. Ja, den Rest behalte ich mir, das was im Jedi drinnen ist. Ganz einfach. Tja, gucken wir mal. Ja, jetzt habe ich schon ein bisschen mehr. Das reicht schon wieder. Den anderen Blödsinn behalte ich mir jetzt, was ich jetzt im Heli drinnen habe. Aber das teste ich dann am besten unten aus im Casino. Dann fliegen wir gleich mal runter. Gehen wir ein bisschen zocken. Wir sehen uns dann gleich. Ich fliege kurz vorm Landen. Schalte ich wieder ein, dass ihr mitkommt, wo ich bin. Ich kann es euch, oder es sind in der 2,2 Kilometer, ja. Machen wir einfach so, ihr seht das jetzt, wo ich hinfliege, vom Drogendealer Richtung, glaube ich, was ist denn das, Westen, glaube ich, ist das jetzt, oder? Ja. Westen vom Drogendealer. Es leckt zwar schon wieder ein bisschen, aber es legt sich hoffentlich gleich wieder. So, Nachtsicht rein. Ich will hier nicht so das sehen. Keinen Baum und nichts. Da vorne sieht man schon die Lichter und ein Gebäude. Jetzt werden wir ein bisschen um Geld zocken. Vielleicht gewinne ich ja. Vielleicht kann ich es ja verdoppeln, verdreifachen, je nachdem. Gucken wir mal. Schön nah ran, dass ich nicht so weit laufen muss. So. Da ist eigentlich genug Beleuchtung. Ne, Motor aus, ich will aussteigen. Mensch. Ah, jetzt testen wir mal, wie das so ist, wenn man eigentlich Ding braucht. Achtung. Versuchen wir das mal. Wasser habe ich genug mit.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geile Scheiße, muss ich sagen. What the fuck? Oh Gott, ey. Das ist echt krank. Ich weiß nicht, ob das bei jedem Server gleich ist, aber ich finde das irgendwie cool. Okay, da ist ein Typ. Ein Markt, okay. Okay, da kann man Sachen einkaufen. Was ist mit dem hier? Ist auch ein Markt. Ich will zocken. Wo ist denn der blöde Tisch da, wo man spielen kann? Verdammte Kacke. Oh mein Gott. Oh, jetzt hat's aufgehört. Aber ich rauche immer noch. Seht ihr das? Ich rauche aus meinem Popo. Ein Popo raucht. Da ist wer drin. Was kann man hier? Blackjack, okay. Oh mein Gott. Wie funktioniert das? Das ist eine gute Frage. Wie viel habe ich überhaupt mit? Okay. Ja, so viel Geld habe ich jetzt nicht, aber versuchen wir halt das. 5K. Steht das irgendwo, wo ich gewonnen habe? Dealer, 10, 9. Stay hit. Keine Ahnung, was das heißen soll. Machen wir mal Stay. Machen wir 10K. Okay. Nee, habe ich nicht gemacht. Schade. You lose, okay. 5K. Ah, hier steht das. You lose. Hit. Okay. You lose. Okay. Hit. You lose. You lose. Oh Gott. Noch eine. You lose. Noch eine. You lose. Okay. Oh mein Gott. Nochmal 5K. Versuchen wir es ja mal. Stay. You lose. Okay. Ich lasse es lieber, glaube ich. Verzockt sonst das ganze Geld hier. Irgendwo gibt es, glaube ich, noch so einen Typen, wo man zocken kann. Hier ist noch einer drin. Ja, versuchen wir auch mal. Was ist das hier? Play Blackjack. Okay. Kann man da nicht was anderes aufspielen oder so? Das gibt's ja nicht. Kann man da wirklich nichts anderes zocken, außer das hier? Das ist ja irgendwie schade. Was ist das? Play Squ was? Play Slots. Slot Machine, okay. 5K. Okay. Ah, Gott. Nee, komm. Nee. Ja, 4000. 4000, 2 Herze. Nicht schlecht. 0. 0. Machen wir einen 10K. Nee, nix. Gar nichts. Zählt nicht. Machen wir 25K. Auch nichts. 3. Ey, das kann es ja nicht sein. Nochmal. Nichts. Nichts. What the fuck? Jetzt habe ich gewonnen. 100k. Und weiter geht's. Und zweimal Bar. Dreimal wäre schöner. Dreimal Hufeisen, 75.000. Oh, ich habe eine Glückssträhne, Jungs.
Ihr Zuschauer, guckt mal, drei, ein Hufeisen, noch ein Hufeisen, noch eins, gleich nochmal. Nix. Oh. You don't have money, okay. Habe ich jetzt alles? Oh mein Gott, ich habe fast alles verspielt, aber egal. Das. Ja, ich habe kein Geld mehr. Schade. Ja, ist aber auch cool, muss ich sagen. Dann kann man. Ich finde das cool, muss ich sagen. Dann kann man hier unten. Gibt es dann noch irgendwas zu spielen? Ist hier noch was? Nein. Ja, Leute, das Casino. Ich weiß nicht, ob das auf jedem Server ist. Da kann man. Oben habe ich ja gezeigt, da oben kann man Blackjack spielen, irgendwo da oben. Markt ist sogar hier, da kann man, weiß ich nicht, was man, kann man schön essen, trinken und den ganzen Blödsinn einkaufen, ja. Aber sonst nichts, da gibt es nur im Markt. Naja, aber ich finde es eine geile Sache, muss ich sagen. Ich habe zwar fast das ganze Geld verzockt jetzt, aber ist ja nicht so schlimm. Casino, Artist Live Casino. Coole Kacke. Tja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Vielleicht sieht man sich ja auf dem Server. Vielleicht hat man ja das Glück, dass ihr, weiß ich nicht, mal hier vorbeischaut auf dem Server von Zockers. Ich werde auch in der Videobeschreibung reinschmeißen, ja, wo ihr mich findet, auf welchem Teamspeak, wo ich immer da bin, welcher Server, was ich mache vielleicht, dann seht ihr das eh. Ihr könnt auch mitzocken, wenn ihr möchtet, könnt ihr, wenn ich einmal im Channel irgendwo stehe, steht hinter meinem Namen eh von meinem YouTube-Kanal Ansdörfel dahinter. Ihr könnt mich gerne anstupsen, anschreiben, wie auch immer. Ich werde mich sicher melden. Ja, ich hoffe, euch hat das Video wirklich gefallen, was ich jetzt gemacht habe. Die Cops haben mich kurzzeitig verpasst, was halt so passiert ist. Ich habe Weed gemacht. Ich kann es dir nochmal zeigen, wie krank das ist, wenn man das Weed raucht. Benutzen und ab geht's. Ich wünsche euch viel Spaß noch. Bis zum nächsten Mal. Euer Ansteufel und ciao!